präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Schönen guten Tag, Gentlemen. Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Mein Name ist Fantastic. Willkommen zu diesem heutigen Video. Freunde, wir haben drauf gewartet und sind heute Morgen erstmal bitter enttäuscht worden. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, ihr wisst wahrscheinlich alle, was ich meine. In dem Punkt kann ich euch das auf jeden Fall gleich schon mal zeigen. Division Rivals, Rewards, Meilensteine. Ihr müsst euch das so vorstellen, ja. Da hockt ungelogen einer in Vancouver, in Kanada, und denkt sich beim Meilensteinfortschritt, okay, passt auf, da tut jetzt einer, hier in der Elite Division, da tut jetzt einer 90 Games zocken, ja. Da zockt einer 90 Games. Oh, den belohne mal jetzt erstmal mit einer goldenen Choreo. Es ist der absolute Hammer, ne? Also es ist wirklich... Ich habe da echt keine Worte dafür, ne? Also Grüße gehen raus an EA. Das ist wirklich gequälte Scheiße. Sag ich euch so, wie es ist. Brauchen wir nicht lange drüber rumreden. Vielen, vielen Dank für die tollen Rewards auf jeden Fall. Soll uns aber heute nicht von dem heutigen Video abhalten. Denn, wir haben es auf jeden Fall schon angekündigt, der neue Season Pass ist da. Ja, wir werden das jetzt gleich miteinander durchgehen. Freunde, wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen auf diesem Video da, schreibt einen Kommentar und mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Ich freue mich auf euch. Ich versuche so oft wie möglich fast täglich was rauszuhauen. Viel, viel Spaß mit den Videos. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wir starten rein. Was ist alles gekommen? Ich setze mal meine Kamera ganz kurz hier unten hin, weil eine ganz große Überraschung für mich war tatsächlich, dass es keine Evolution gibt. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass die Evolution technisch noch was raushauen. Weiß ich, vielleicht um 19 Uhr oder so. Wäre gut möglich. Habe ich mir eigentlich fest gedacht, dass da was kommt. Aber okay, habe ich mich anscheinend geirrt. Ist jetzt aber auch nicht schlimm. Das Erste, was ihr jetzt machen solltet, ja, ist nicht einfach nur den Season Pass angucken, sondern die Moments erspielen. Freunde, es gibt neue Moments und vor allem, es gibt auch neue Rewards dafür. Deshalb, wenn ihr bei Saisonal euch die Rewards anguckt, hier gibt es zum Beispiel ein seltenes Spielerpack, das ihr für 55 Sterne mitnehmen könnt. Oder zwei kleine für 30. Oder ihr holt euch drei Stürmer für 20. Eine Goldspielerball zwischen drei seltenen Gold für 10 Sterne kann man auch machen. Und da gibt es hier, wenn man sich das mal anguckt, Fußballwahnsinn. Ja, das ist nämlich ganz, ganz neu. Kriegt man 48 Sterne angeblich. Aber wenn man mal hier so durchguckt, es gibt ja immer noch Bonussterne, ja, das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Das bedeutet, ihr könnt hier zum Beispiel reingehen. Hier gibt es 8 Aufgaben, ja, ihr kriegt 8 Sterne und noch einmal 2 extra, ja. Also pro Kategorie 10 Stück. Also ihr kriegt 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ihr kriegt hier schon die 60 Sterne für das seltene Spielerpack. Solltet ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr schon dabei seid. Macht bei aktualisiert die Standardsituation, die sind wieder erhältlich. Auch da kann man immer mal wieder gut noch ein paar Sterne absahen. Das ist auf jeden Fall das Erste. Wir springen in den Season Pass. Und was mich hier wundert, ist, dass er nur 20 Tage geht, beziehungsweise 3 Wochen. Bis ich dann gesehen habe, Saison 2 Teil 1. Also es wird wahrscheinlich noch ein Teil 2 dazu geben. Könnt mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich Richtung Weihnachten wahrscheinlich was geben wird. Könnte ich mir da vorstellen, dass da was kommt. Wir starten mit den ersten 2 Levels. Es sind übrigens nur 20, ne? Also wer sich jetzt gedacht hat, wir kommen hier auf 40 Level oder so. Nee, es sind tatsächlich nur 20.
Okay, aber für 3 Wochen, ja, komm, ist in Ordnung. Wir starten mit Movember. Movember ist meines Wissens nach, ich habe mich mal ein bisschen informiert, ist eine andere Bezeichnung, Movember für Mustache, also für Schnurrbart. Ja, und das ist, glaube ich, eine Organisation, die spendet, glaube ich, zur Forschung gegen Prostatakrebs, glaube ich. Da kann man sich auf jeden Fall ein Trikot und ein Stadionthema holen. Ist wahrscheinlich eine Partnerschaft von EA, werde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir gehen weiter. Level 3. 3 Spielerpack. Sturm 81 plus. Level 4. Hashtag EFL Together. Habe ich mich jetzt nicht informiert. Weiß ich jetzt nicht, worauf die da wirklich genau hinaus wollen. Ob das irgendwie eine gemeinsame Kooperation ist mit der EFL Championship, weiß ich jetzt nicht. Kann gut möglich sein, auch da gibt es eine Choreo. Aber sind wir ehrlich, das sind so Sachen, das braucht man halt nicht. So, braucht man halt in einem Videospiel nicht, finde ich. So, Level 5. Ihr braucht übrigens pro Level 1000 XP immer. Ja? Also, das können wir vielleicht nochmal kurz hier durchgucken. Es gibt ja hier bei Saison, gibt es ja hier ein paar neue Sachen. Wie zum Beispiel die FC Founder Sachen. Da könnt ihr zum Beispiel das hier durchhasseln, wenn ihr das Founder Heimtrikot habt. Legt euch das Trikot an, hasselt die Dinger durch, habt da 1800 XP, wenn ihr alle Aufgaben macht. Also von dem her, das lohnt sich. Gameplay, auch hier wieder 25 Stück. Es gibt Wochenziele, die ihr hier durchballern könnt, die sind relativ schnell erledigt. Von dem her, also ich könnte schon sagen, wenn ihr da wirklich schnell mit allem durchkommt, habt ihr die ersten 5 Level ganz, ganz locker. Wobei man hier nur nichts Großes kriegt, muss man leider wirklich ehrlich sein. Wir gehen zu Level 6. Hier gibt es noch die Movember Choreo. Die gibt es auch noch dazu. 82 plus mal 2. Es ist halt das bis jetzt noch ein bisschen wenig, ne? Weil wir kennen solche Packs, ne? Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein 82er rauskommt, zweimal, ist unfassbar hoch. Von dem her brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, oder? 1 von 3, 83 plus ist ganz interessant. Da könnte was Gutes dabei sein, wenn man die Weekend League Rewards schon sieht mit den 84 plus. Wobei, wenn jetzt die 83er dabei sind, die Wahrscheinlichkeit hier Schwachsinn zu ziehen ist unheimlich groß. 9. 80 mal 10 oder 83 mal 3 ist sehr interessant, wie ich finde. Muss man sich überlegen. Ich denke aber, wahrscheinlich sollte man hier mit dem 83 mal 3 gehen. Gehe ich jetzt einfach in der Annahme. Ich denke, das wird wahrscheinlich das... Achso, ihr seht es gar nicht, ne? Entschuldigung, warte mal. So, hier, Freunde. Also, 83 mal 3. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch das 80 mal 10. Also wie gesagt, hier könnt ihr euch entscheiden, was ihr auf jeden Fall nehmt. Dann haben wir die ersten Spieler bei Level 10. Da könnt ihr euch entscheiden zwischen Taiwo Awoniyi. Nigeria, Premier League, Nottingham Forest. 3-3, 1,89 groß als Stürmer. Kann nur ST. Nottingham Forest. Dann gibt es auf der anderen Seite Van der Hayden. Ja, von Real Mallorca, beziehungsweise RCD Mallorca, La Liga eSports, 2,4,1,85 groß nur. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es wird auf eine Liga in diesem Season Pass definitiv hinauslaufen. Diese hier ist es nicht. Dementsprechend, den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Eventuell, wenn ihr einen Innenverteidiger braucht. Aber von der Größe her. Und dann haben wir auf Nummer 3 Joshua Zirkzee, den kennt man noch vom FC Bayern München, 1,93 groß, als Stürmer, MS, ist wahrscheinlich die einzig sinnvollste Lösung hier, wo man nehmen kann. Ich denke mal, hier wird es relativ schnell auf der Hand liegen, dass man hier Zirkzee nimmt. Und das Ganze ist auch besonders, weil es diesmal als Dynamic Duos gemacht ist, weil auf Level 15 kann man nämlich den zweiten Teil dieser Dynamic Duos dann noch auswählen, ne? Wir hatten hier Nigeria, wir hatten auf der anderen Seite Belgien, haben wir auch hier und auf der dritten Seite hatten wir hier Holland. Das ist also auch hier dabei, kommen wir aber gleich dazu.
Level 11, 83 plus Spielerpack. Level 12, 1 von 3, 83 plus. Level 13, 83 mal 2. Level 14, 84 mal 3. Das sind alles so Packs, wo ich normalerweise sagen würde, das ist der absolute Scam, ne? Also braucht man auch nicht lange drum rumreden. Wir gucken lieber, was man bei Level 15 kriegt, ne? Die Dynamic Duo ist Teil 2. Frank Onyeka von Brentford, auch hier wieder Nigeria Premier League. Als ZDM kann ZM übrigens, sollte an der Stelle vielleicht auch relativ sich eventuell mal überlegen. Wobei ich bei so einer Karte mich immer frage, warum die Karte eine 86 hat, ne? Weil wenn man sich so die Stats anguckt, wird man da nicht wirklich schlau draus, sagen wir es mal so. Und das wird einem auch relativ schnell klar, wenn man sich die Stats anguckt. Es ist als ZDM von der Defense, finde ich, etwas zu wenig. So, wir haben Ramazani. Auch hier La Liga eSports von Almeria. Hier interessant, kann LM, RF und ST. 3, 4 aber nur. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist. Der Kerl ist halt absolut beweglich, ne? Das fällt halt gleich auf mit 96 Beweglichkeit, 96 Balance. Das ist halt das, was halt relativ gleich auffällt, ne? Das könnte ein richtig quirliger für den Sturm werden. Aber will man so eine Karte im Sturm spielen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich würde mich eher für Nummer 3 entscheiden. Denn Davy Klaassen von Inter Mailand, 86er Karte, der hat 85er Stats drauf, einmal über 86, nee, zweimal über 86 sogar. Also ich glaube, hier würde ich auf jeden Fall mit Klaassen gehen. Also wenn ihr die Dynamic Duos auf jeden Fall macht, dann könnt ihr auf der einen Seite hier Klaassen nehmen, auf der anderen Seite könnt ihr hier Zirkzee nehmen und habt da schon einen Perfect Link. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr halt schon was Besseres habt, ist relativ hoch. Das muss man halt an der Stelle auch dazu sagen. Also, kann man mitnehmen? Naja. 84 mal 2. Ihr merkt, es ist sehr eintönig, ne? 81 mal 11. 85 mal 2. Und dann gehen wir hier zur dritten Wahl. Und auch hier gibt es wieder die Wahl zwischen Nigeria, Belgien und Holland. Wir fangen hier an mit Alex Iwobi. Kann RM, kann ZM übrigens und RF. Also das muss ich tatsächlich mal sagen. Also das als ZM sieht absolut wild aus. 3-4 beziehungsweise 4-3. Also ich bin von der Karte schon ein bisschen begeistert, ne? Wenn ich bedenke, dass die ZM kann. Bei den Stats, das ist sehr vielversprechend. Das ist wirklich sehr vielversprechend. Ist natürlich nur für so. Man muss ihn natürlich ein bisschen offensiver spielen, ne? Weil ZDM ist Quatsch. Also den als ZDM irgendwie zu spielen in-game ist dann absolut Quatsch, ne? RM, RF kann man nicht auf links stellen, hätte ich mir vielleicht noch gewünscht. Dann. Achso, übrigens, Spielstil plus passen. Kommt hier auch noch dazu. Dann haben wir hier Axel Witzel. Ja, noch sehr, sehr bekannt. Ganz interessante Karte, weil mit, ja gut, 1,86 ist halt doch ein bisschen, ja ich finde halt so Innenverteidiger unter 1,90 finde ich halt immer so, ja, weiß ich nicht. Ich finde es halt sehr interessant, dass der IV kann. Und auch hier ZDM, ZM von der Beweglichkeit her absolut schwach, aber von der Defensive her absolut stark, ne? Körperlich hat er hier in der Luft Spielstil, kann noch höher springen, hat eine deutliche verbesserte physische Präsenz in der Luft. Das könnte es vielleicht wieder rausreißen. Ich müsste man ausprobieren. Müsste man ausprobieren. Aber mein Favorit kommt jetzt, und das sage ich euch ganz ehrlich, das ist hier mit Rick Karsdorp. Das ist auch so ein kleiner Favorit von mir, wenn ich ehrlich bin. Weil der kann RV, der kann RM, der kann RF, der kann die komplette rechte Seite. Das ist so ein Ding,
das ist so ein Ding wie Lucas Vázquez im Prinzip. Kann auf den Außenpositionen alles. Spielstil, harter Pass. Alle Flanken werden mit enormer Präzision, Tempo und mit mehr Effekt gespielt. Vollspannflanken werden mit außergewöhnlicher Kraft gespielt, ja. Effekt leider nur 76, muss man an der Stelle sagen. Ob der Freistöße schießen kann, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Aber hier ist natürlich ganz, ganz klar, ne? Durch die Dynamic Duos, wenn ihr die genommen habt, dann müsst ihr Karstorp auch nehmen. Also ist gar keine Frage. Außerdem muss man natürlich sagen, an Außenverteidiger ist es noch relativ schwach aktuell im Game. Dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Art und Weise, wo ich dann sage, okay, gib diesem Mann einen Versuch. Dementsprechend, ihr könnt euch hier entscheiden. Wie gesagt, also ihr nehmt bei allen drei, entweder Nigeria, Belgien oder Holland. Ich würde sowieso sagen, Holland ist zum Linken, wenn ihr da irgendwie mit Van Dijk oder so geht oder mit irgendwas anderem, wenn ihr einen Cruyff habt oder so. Dann ist Holland sowieso die bessere Wahl, brauchen wir nicht drum rumreden. Last but not least, Level 20, entweder, und das finde ich ein ganz entscheidender Move irgendwie, 86x3 oder 87x2. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant, weil ich könnte mich da wirklich nicht entscheiden, sage ich euch so, wie es ist. Es ist interessant. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei... Also hier ist definitiv ein Doppel-Walkout garantiert, ja. Boah, es ist schwierig. Also wenn man sich da entscheiden müsste, es ist wirklich schwierig. Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Freunde, das hier ist der Season Pass. Ich bin gespannt, bin aber leider noch sehr, sehr down wegen dieser Rivals-Geschichte, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Das Erste, was ich jetzt heute definitiv machen werde, ist ganz, ganz klar, ich werde die Moments erzocken. Ist ganz, ganz klar, weil so ein 50k-Pack auf locker mitnehmen, ich denke, das ist, ich denke, das kann man mal auf jeden Fall, wie gesagt, so machen. Ich bleibe dabei, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Hier kriegt man schon 60 Sterne zusammen. Man kann hier sich auch nochmal 10 Stück extra holen. Also 70 Sterne könnt ihr euch insgesamt holen. Von dem her, macht das auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch der Season Pass gefällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Lasst euch nicht unterkriegen. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Rivals zocken. Ja, vor allem jetzt nach den tollen Meilenstein-Belohnungen. Wenn ihr noch Quali spielen müsst, dann viel Erfolg auf jeden Fall. Morgen gibt es ein neues Event morgen Abend. Und wir müssen mal gucken, was wir morgen für ein Video bringen. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen auf diesem Video da. Schreibt einen Kommentar und mit dem Abonnieren-Button kein Video verpassen. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss, ciao. Reingehauen. Euer Bentastic. Auf Wiedersehen.